Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, späte Stunde. Heute letzter Debattenpunkt, aber eine wichtige Debatte, eine vielschichtige Debatte, und viele hochkarätige Redner werden mir ja wohl noch folgen. Diese Debatte ist so wichtig, dass bis gestern Abend tatsächlich versucht wurde, mit fast allen Mitteln diese Debatte zu unterdrücken und unseren Antrag zu verhindern. Leider mussten wir unseren Antrag dann ein wenig zusammenstreichen, damit er überhaupt hier zugelassen wurde zum Debattieren, meine Damen und Herren. Worum geht's? Es geht um nichts anderes als geltendes Recht in diesem Bundestag durchzusetzen, und zwar endlich durchzusetzen. Wir gucken mal ein bisschen zurück und schauen uns mal die Vergangenheit an. Paragraph 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung sieht vor, jede Fraktion hat Anspruch auf mindestens einen Vizepräsidenten. Das Ganze ist noch bestätigt durch einen einstimmigen Beschluss des Deutschen Bundestages vom 25.10.2021. Jede Fraktion. Da beleuchten wir mal beide Worte, jede und Fraktion. Jede Fraktion hat Anspruch darauf. Wir haben als Alternative für Deutschland inzwischen 15 Kandidaten in dieser Wahlperiode vorgeschlagen für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten. Alles honorige Personen, sogar sehr honorige Personen, darunter wie Michael Kaufmann, der ehemalige Vizepräsident des Thüringer Landtags, der sogar mit Ramelows Segen, mit Ramelows Stimme ins Amt gewählt wurde. Keinen haben Sie gewählt. Entgegen dem, was Sie in Ihre eigene Geschäftsordnung reingeschrieben haben, was da seit Jahrzehnten drinsteht. Übrigens, entgegen der Geschäftsordnung enthalten Sie uns auch die Ausschussvorsitze vor. Sie machen einfach nicht das, was drinsteht. Sie haben ein Verfahren eingeführt für die Ausschussvorsitze, das widerspricht dem, was jahrzehntelang in diesem Deutschen Tag, in diesem Deutschen Bundestag gelebte Praxis war. Sie haben inzwischen faktische Ausschussvorsitzende eingeführt, die in der Geschäftsordnung gar nicht geregelt sind. Ihre faktischen Ausschussvorsitzenden, also eigentlich die Stellvertreter, unsere Ausschussvorsitzenden, die setzen Sie in die Ausschussvorsitzendenbüros und lassen Sie auf die Ressourcen zugreifen. Sie plündern diesen Staat aus. Sie haben sich nicht nur den Staat zur Beute gemacht, Sie haben sich auch das Parlament zur Beute gemacht. Und wir haben doch gerade eben, Frau Alt ist nicht mehr da von der CDU-CSU-Fraktion, wir haben doch gerade über die Menschenrechte gesprochen. Ich habe mitgeschrieben. Für diejenigen muss gekämpft werden, denen Rechte verweigert werden. Vor zwei Tagesordnungspunkten sagen Sie noch, ja, Recht muss umgesetzt werden. Und in dieser Situation hier machen Sie genau das Gegenteil. So, ich hatte Ihnen gesagt, honorige Personen von der AfD, was ist auf der anderen Seite präsentiert worden? Auf der anderen Seite haben wir eine zweifelhafte Fraktion, die gerade mal ebenso über Ausnahmevorschriften in diesen Deutschen Bundestag hereingerutscht ist. Keiner weiß, wie das passieren konnte. Jedenfalls hat sie die 5%-Hürde nicht erreicht. Und diese zweifelhafte Fraktion hat dann auch noch einen Apparatschik par excellence zur Bundestagsvizepräsidentin vorgeschlagen, nämlich Frau Pau. Frau Pau, die, wenn ich richtig informiert bin, in diesem Jahr ihr 40-jähriges Parteijubiläum in der SED feiert. 1983 in die SED eingetreten, die ehemalige Staatspartei der DDR, die sich die Staatssicherheit, diesen verbrecherischen Staatssicherheitsdienst als Schild und Schwert gehalten hat. Diese Frau Pau haben Sie hier ins Amt gehievt, und diese Frau Pau ist auf dem Fraktionsschiffchen hier in das Präsidium hereingesegelt. Diese Frau Pau, wir reden hier über einen Wegfall der Geschäftsgrundlage. Wir haben keine linke Fraktion mehr im Deutschen Bundestag. Und das ist auch verdammt gut so, dass wir keine linke Fraktion mehr im Deutschen Bundestag haben. Die kümmerlichen Reste sitzen da oben wie die Vögel, wie die Hühner auf der Stange aufgereiht. Sehen Sie das? Das sind die kümmerlichen Reste der linken Fraktion. Und die linke Partei wird folgen. Die wird das vollenden, was leider in der DDR verabsäumt wurde, nämlich die SED zu verbieten und in den Orkus der Geschichte zu stecken, meine Damen und Herren. Es ist eigentlich nur ein Akt der politischen Hygiene, der politischen Selbstverständlichkeit, den wir hier wollen. Wir möchten, dass jede Fraktion einen Bundestagsvizepräsidenten stellt und jeder, der keine Fraktion ist, keinen Vizepräsidenten stellt. Also ganz einfach. Eine Fraktion, ein Vizepräsident, keine Fraktion, kein Vizepräsident. Das müsste auch für Sie verständlich sein. Also helfen Sie mit, dieses Paradoxon aufzulösen. Ein erster Schritt ist, die Frau Pau aufzufordern, von dem Amt zurückzutreten, Anstand und Würde zu zeigen und zu sagen, ja, ich gehe gemeinsam mit der Linken unter. Das wäre genau das Zeichen, was gesetzt werden muss. Wenn es dazu nicht kommt, müssen wir darüber nachdenken, ob ein Abwahlverfahren in Gang gesetzt wird. Angeblich
wäre das nicht möglich und so ein Quatsch. Also wer kann denn ernsthaft so eine These vertreten, dass ein Abwahlverfahren nicht möglich sein soll? Sie haben ja sogar da Abwahlverfahren eingeführt, wo nicht mal ein Wahlverfahren vorgesehen war, nämlich bei den Ausschussvorsitzenden. Natürlich kann jemand abgewählt werden, der gewählt worden ist, und genau das wird dann auch passieren. Wir freuen uns sehr, dass die CDU-CSU auch nach einer Phase der Lethargie und der Zerstrittenheit, der eine wollte Frau Pau, der andere nicht, der dritte kommen Sie dann so bitte genau, zum Schluss auch auf unsere Idee eingesprungen ist und auch sich dranhängt. Deshalb werden wir getreu dem Motto von dem alten Moltke, ich habe mir das aufgeschrieben, getrennt Herr marschieren, Abgeordneter, kommen Sie zum Schluss so agieren. Und wir werden dem CDU-Antrag auf jeden Fall zustimmen. Das ist immer noch besser als kein Antrag, ein bisschen schlechter als unser Antrag, aber so geht's. Also, gemeinsam werden wir es schaffen, diese Frau Pau politisch Herr zu entsorgen. Abgeordnete, Sie haben Ihre Redezeit weit überschritten. Die nächste Rednerin ist Sonja Eichwede für die SPD-Fraktion.